Hallo und herzlich willkommen dann wieder hier erneut zurück zum nächsten Part mit The Witcher 3. Und dann wollen wir, wie gesagt, hier mal hoch zum Hafen von Uriala. Und uns dieses kleine Kaff mal angucken. Ihr zittert ja alle, als ob die Ragnar hoch über uns gekommen wäre. Das ist doch nur ein Turm. Wir sollten alle Krieger versammeln und uns den Ruhm sichern. Und wie die anderen verschwinden? Bestimmt nicht. Er hat den Zorn der Götter über uns gebracht. Nee, schon wieder nicht. So tragisch, was auch immer. Wir brauchen jemanden, der uns... Ein Sturm, verdammt. Okay, wir haben eine nette Quest bekommen. Der Turm aus dem Nirgendwo. Huh. Ein Turm, der hier aus dem Nichts auftauchte. Erinnert mich ein wenig an, ach, verdammt. Gothic 2. Unser Magier hat ja auch den Turm, glaube ich, Xardas in 2 Sekunden hingestellt gehabt. Level 30 ist dann aber doch noch ein bisschen zu hoch. Wenn ich Level 23 bin, dann können wir vielleicht schon Level 30 machen. Reden wir mal mit dem Leute. Sieh an, ein Hexer. Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen, das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser, aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihnen. Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Hemdal dich führen. Klingt ja schwer nach einem Wasserelementar. Hörst du das? Das ist Freya. Sie knirscht mit den Zähnen. Das heißt, dass es Krieg gibt. Zeit, die Schwerter zu schärfen. Wer führt euch jetzt, da Bran tot ist? Wir brauchen keinen König, um es den Schwarzen zu geben. Kein Grund zu warten. Zeig mal, was du auf Lager hast. Leider keine Rezepte, aber auch er ist wieder gut bestückt. Bei ihm können wir aber Sachen reparieren. Guck mal an. Ich repariere aber nur meine guten Sachen. So, zerlegen. Wollt ihr mal gucken, ob es da was Schönes gibt draus. Hier gibt es nur Rubin, das wird auf jeden Fall zerlegt. Diamantstaub. Auch zerlegt. Ja, doch, die Rüstung nehmen wir auch weg. Und der Rest ist egal. Dann können wir mal hier direkt handeln. Weg mit dem Zeug. Und dann spielen wir natürlich noch eine Partie Quint. Die Schmiedekunst muss sicher anstrengend sein. Hast du Lust auf etwas Entspannung? Eine Partie Quint vielleicht? Habe ich eigentlich mittlerweile mal ein paar neue Karten bekommen? Hm, nö.
Zumindest nicht in dieser Region der nördlichen Königreiche. Ein Monsterdeck. Ah, das passt ja ganz gut. So, das ist eigentlich ein ganz gechillter Start hier. Gehen wir nur mit ein bisschen was raus. Ja, okay, wenn er so anfängt, da können wir mitmischen. Armer Wesemir, da ist er schon tot. Dann gibt's mal klirrende Kette auf die Finger. Hm. Hatte schon erwartet, da kommen jetzt noch ein paar von den, wie nennen sich die Dinger? Krabbspinnen. Als Unterstützung und dann hätte ich es einfach mal weghauen können. Aber nein, schade, schade, schade. So, da ich jetzt diese Runde wohl eher nur gewinne, indem ich per Helden siege, machen wir das mal so. Jetzt erhöht er die Krabbspinne. Die machen wir dann dementsprechend direkt einmal tot. Und er muss passen. Perfekt. Karte ziehen und wir haben Verbrennen. Mein Zug, ja. Ist eigentlich relativ egal, was wir spielen. Gehe ich einfach mal direkt mit Cirilla raus. Ah, perfekt. Und bei mir einfach mal was vorn. Muss er nicht unbedingt schaffen, er hat nur noch eine Karte. Ach, das hat er verloren. Noch seine Ghoul-Freunde und dann haue ich ihm einfach alle Karten weg. Zap, zap. Das ist sau bitter. Dann haben wir schon gewonnen. Okay, dann. Ist der Turm im Grunde so gut wie das Einzige, was es hier gibt. Da gehen wir mal noch in die Taverne und dann gehen wir doch erst auf eine andere Insel. Die Level 30er Quest kann ich schließlich noch nicht machen. Hallo, lieber Tankwirt, ja. Doch, kann man aber auch sagen, eigentlich. Ein Tankwirt. Gibt's was zu tanken? Was habt ihr denn zu bieten? Ah, Grabschwinde, Werwolf, Verbrennt, Elfenscharmützler. Sehr gut. Ich sammle sie alle. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Hui. Direkt noch fette blaue Streifen. Klärender Regen lassen wir mal dabei. Keine gute Karten. Hier jetzt gerade. Nee. Muss in der Runde versuchen, einfach mal ein bisschen Karten rauszuspielen. Und hoffe, dass das ein Verbrennen an Wesemir auslässt.
Immer wieder ungünstig. Aber den kann ich zurückholen, dann kriege ich wieder einen in der nächsten Runde. Ha! Das passt. Kann ich jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Ob ich die Runde gewinne oder verliere, ist wurscht. Auf jeden Fall schon mal einen Haufen Karten verschwenden müssen. Na, schade. Hat er noch eine Finte? Die muss ich erst wieder in mein Deck machen. Für mich ist es jetzt etwas kompliziert. Auf der Grundlage dessen, dass klirrende Kälte in meine starken Units vernichten würde. Aber gut, wir haben da noch jemanden zum Kartenziehen. Sehr gut. Mir noch einen zum Kartendraw holen. Ja, jetzt habe ich bedeutend mehr Karten als er. Mal bei ihm dort unten noch abwarten, ob er noch ein zweites legt. Und immer noch abwarten, was er legt. Für mich wäre es auf jeden Fall intelligent, das hier unten zu spielen. Ah, jetzt hat er auch noch einen mit zwei Karten. Verdammt. Okay. Dann Driss. Du kommst auch mal noch aufs Feld. Jetzt passt er. Okay. Das wäre dann 16. Und dann müsste ich eigentlich nur seine Units klein halten. Da wird das ja diese Runde sogar ganz gut passen. Da muss ich nämlich gar nichts mehr sonst machen. Das ist eine nette Partie gegen den hier gerade. Kartenanzahl angeht, da schenken wir uns gerade nichts. So, Verbrennen ist draußen. Ich hoffe, das war auch die letzte, die er hatte. Vier Belagerungsunits hat er. Ich glaube, gegen die Kombi meiner blauen Streifen verliert er trotzdem. Das ist nämlich abnormal. Und für mich noch den letzten ins Feld.
So, er hat noch eine Karte. Er passt. Ach, das war die letzte Karte, stimmt. Und jetzt darf ich auf keinen Fall klirrende Kälte spielen. Der Sieg ist mein. Sehr gut. Okay, also, die Insel besuchen wir leider dann später nochmal. Dann suchen wir uns jetzt eine andere in unmittelbarer Nähe aus. Und das wäre Svorlak da drüben. Oh, okay, wenn die Tochter da war, dann geht es wahrscheinlich um... Messerliche Rüstung? Nee, Moment, wartet. 17er Quest. Und Vic? Ah, Liebling der Götter. Du hast sie also nicht gefragt. Zieh den Leuten nichts aus der Nase. Wenn sie nicht reden wollen, lassen sie es. Jo, du nichts nutzt. Darf ich kurz stören? Brauchst du Hilfe? Reden wir bei einem Bier. Nee, ich möchte jetzt mal kurz noch nicht mit ihm reden. Bedenken. Also wissen, dass das hier der Fischer war. Ich soll nämlich Udarik fragen, wo Ceres ist. Und da gibt es nämlich... Ah, nee, das ist sogar hier. Hätte den Fischer jetzt auch ruhig fragen können. Komm. Darf ich kurz stören? Brauchst du Danke, aber ich habe keine Zeit. Ich suche ein Mädchen namens Ceres. Krach an Kretz Tochter? Sie war hier, aber ich habe sie lange nicht mehr gesehen. Pass auf dich auf. Okay, sie war also hier, dann reden wir da unten mit ihm. Soll ja um einen Fluch gehen in ihrer Welt. Okay, da haben wir wieder eine Taverne. Gehen wir kurz noch eine Runde zocken. Geh nach Hause. Wer zum Teufel bist du, dass du mir sagst, was ich tun soll? Haben dich die Jals zum König gemacht, als ich pissen war? Die Inseln regiere ich nicht. Diese Taverne aber schon. Also beruhige dich. Sonst werfe ich dich hochkant raus. Guter Tavernwirt. Etwas Abwechslung gefällig? Ein Getränk? Welche Art von Abwechslung meinst du? Wie? Na, Bier, Met und Schnäpse? Was erwartest du in einer Taverne? Seilspringen? Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber es muss weit weg sein. Der Brockwar-Clan. Kannst du mir was darüber erzählen? Wir Brockwars sind die Meister der See. Geboren, um im Wasser zu sein. Ich dachte, jeder in Skellige wäre auf dem Wasser. Das glauben die anderen auch, aber tatsächlich hocken sie nur in Pelze gehüllt auf den Langschiffen. Manchmal kriegen sie ein bisschen Gischt ab. Mehr Kontakt mit der See haben sie nicht. Unsere Jungs, die tauchen in die Tiefe, sobald sie laufen können. Zeig mal, was du auf Lager hast. Ui, 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 Eisriese. So langsam, Grabspinne, Vampir, Nebling. Ja, wahrscheinlich kann ich allmählich ein schönes Deck zusammenkriegen. Was für die Monsterkarten. Lasst mal kurz gucken. Monster. Oh, Imleret habe ich ja doch bekommen. Dem letzten, okay. Dann kommt Riss natürlich noch gut da rein. Und dann die Kombination. Die Ghule sind erstmal schlicht. Die Necker teilweise mit zwei. Bruxa, Vampir, Vampir Garkin. Da habe ich ja wieder jetzt als... Ah, Vampir Ekima, Vampir Flatterer, die gehören alle zusammen. Ich habe schon mal vier Stück. Grabspinne habe ich hier nur zwei. Und Mumen auch nur zwei Stück. Ja, leider kriegen wir da noch nichts Gescheites zusammen. Hier sind noch ein paar Grabspinnen. Naja, gut. Bleiben wir bei unserem nördlichen Königreichsdeck. Aber in dem wollte ich meine Finden mal wieder reinmachen.
So, eine Finte weg. Eine klirrende Kette weg. Keine gute Drawhand. Naja. Dann. Ich könnte auch die erste Runde passen. Was hat er denn jetzt für eine Fähigkeit? Verdoppelt die Stärke deiner Belagerungseinheiten. Aha. Gut, dass wir dann was haben, was die Belagerungsunits vernichtet. Und zwar richtig schön vernichtet. Dann erstmal Driss aufs Feld, komm. Ja, da kommt auch schon mit der ersten Einheit. Doch keine Kombi-Einheit gespielt. Na gut. Ich warte immer noch, dass eine Kombi-Einheit draus wird. Anscheinend hat er keine, hm? Alles klar. Spare ich mir diesmal sogar noch meinen Typen und habe allerdings schon zwei Karten zu wenig. Ah, okay, das könnte hilfreich sein. Wird ihn gleich legen, dann gucken wir einfach mal, dass wir Wesmir noch mal als Decoy raushauen. Ah, er legt den doch nicht. Ah. Okay, er macht es mir nicht einfach. Sollte ich noch warten, ob er noch was Zusätzliches hat. Also. Dann brauche ich mal bei mir die Ballista. Okay, jetzt wird's kritisch. Geralt mal noch raus. Er will partout aber den Kartendraw nicht legen. Das ist schon. Na gut. Gut, dann kann ich den Kartendraw doch nicht mehr zurückkriegen. Das ist jetzt blöd. Ich muss die Finte ausspielen. Das ist mir jetzt leider. In dem Fall dann gar nichts. Und er kriegt gleich noch zwei weitere Karten, womit er mich einfach humiliaten könnte. Nämlich das, was am wenigsten wiegt. Und habe die Chance, in der nächsten Runde noch zwei Karten rauszubringen. Jupp, machen wir auch so. Okay, ich habe sogar gewonnen. Ha! Der Cartro hilft halt nicht immer. So, dann haben wir hier unten noch einen Händler und dieses Anschlagbrett. Und da hinten haben wir noch einen Händler.
So. Heimkehr der Krieger. In den nächsten Tagen werden unsere Drakkars heimkehren. Späher berichten von einem erfolgreichen Beutezug. Haltet euch bereit, die Helden des Clans zu ehren. Der Feind schläft nicht. Die Wachen waren vor Spionen aus Nilfgaard und den nördlichen Königreichen. Verschädigte sind unverzüglich dem Jahr vorzuführen. Zahnheilung. Ich heile schmerzende Zähne. Sollte meine Versuche fehlschlagen, ziehe ich sie schmerzfrei und ohne Bezahlung. Beste Drachen. Sucht ihr ein Geschenk für euer Kind? Dann besucht den buckligen Bieriger und kauft seine ausgezeichneten Drachen aus Holz und Schwimmblasen. Warnung an die Männer. Hiermit warne ich alle Männer im Dorf. Wenn auch nur einer von euch mir nochmal hinterher pfeift oder mir etwas über mein Aussehen herruft, werde ich ihm eine verpassen, dass er bis nächsten Winter nicht mehr pfeifen kann. Fiola. Auftrags Nils verschwinden. An alle, die etwas wissen könnten. Nils aus unserem Dorf ist verschwunden. Er ist nun schon viele Tage lang fort und keiner weiß, wo er steckt. Wer etwas gehört hat, der kommt bitte zu mir, auch wenn die Wahrheit bitter sein sollte. Meine Schwester Britt ist mit ihm verlobt und außer sich vor Sorge. Sie weint ganze Bäche. Ich schwöre bei Hemdal. Wer uns Hunde bringt, bekommt eine anständige Belohnung. Kevan. Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen. Zeig, was du hast, dann sehen wir weiter. Helden von Skellige und Helden von Skellige. Eher der Kartentyp, tatsächlich eher Kartentyp. Ich weiß noch nicht, ob ich etwas von dir kaufen werde, aber ich würde gerne eine Partie Gwind mit dir spielen. Square-Tier-Gegner, okay. Verbrennen ist da schon mehr oder minder ein Muss. Ein doppeltes Verbrennen haben wir. Wir haben noch zwei Heldenkarten. Versuchen den auszutauschen. Ah, jetzt habe ich eine Finder bekommen. Nochmal probieren. Klärende Kälte. Ja, das ist relativ okay. Schauen wir einfach mal, dass er ein paar Units raushaut und dann. Genau, beziehungsweise Karten in dem Sinne. Also er denkt, dass er da vorne gewinnt. Und dann gibt es klärende Kälte auf die Finger. Am besten werde ich da dann aber doch noch ein Heldenkärtchen rausspielen für die Zeitverzögerung. Könnte mit der Finte. Ah, den wollte ich mir gerade zurückholen, den Wesemir. Schade aber auch. Gut, dann hole ich mir jetzt mit der Finte eine Einheit zurück. Und der liebe Freund passt. So, jetzt gibt es klärende Kälte auf die Finger. My Boob. Und schon hat er nur 10. Ich merke gerade meinen Fehler. Und zweimal klirrende Kälte. Shit. Das war ja mal ein richtig schlechter Draw. Ich eigentlich schon sagen, lassen wir ihn einmal gewinnen, wenn wir denn einen Draw hätten. Die mal zurückholen können. Haben wir aber nicht. Verbrennenkarte wurde ausgeschaltet. Das ist perfekt für mich. Jetzt muss er noch eine Karte spielen, um die Runde zu gewinnen. Und ich krieg gleich meinen Zieher wieder zurück.
Und der Sieg ist mein. Ich finde, das Spiel ist richtig geil. So. Damit hätten wir die fast alle fertig. Jetzt fehlt da hinten noch der Schmied. Mal sehen, was der noch Schönes hat. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Was bringt dich her? Und er hat auch nur Pergament. Keinerlei Krams, das mich jetzt interessieren würde. Aber eine Runde Quint spielen, das geht immer. Ich habe... Ja, gar keine schlechte Hand. Nur die Ballista hier würde ich mal noch austauschen. Ja, ganz gut. So, passt. Was hat er für eine Fähigkeit? Die Anführerfähigkeit deines Gegners unwirksam werden. Das ist schlecht. Er hat mich jetzt schon ein bisschen decoyt, dann wese mir wieder als erstes Druckmittel. Da halte ich mal mit Roche dagegen. Bye bye, Wesemir. Okay, dann nochmal einen Helden dazu. Lohnt sich noch nicht eigentlich, meine Kombi-Einheiten rauszuhauen. Jetzt hauen wir mal einen Katapult raus, schauen, ob man eine Verbrennkarte draufhaut, dann können sie es nämlich mit Yennefer zurückholen. Ein Neuner. Könnte das Ganze so eigentlich schon beenden. Er muss jetzt noch einen Haufen Karten ziehen. Jetzt finde ich es nur blöde, dass mein Katapult liegt. Naja, komm. Spiel mal noch deine Karten. Ich bräuchte, glaube ich, mindestens 2 Stück, um mich jetzt besiegen zu können. Ah, Trott, der bis zum Umfallen. So, aber ich jetzt. So ein Saftsack. Bis zum Umfallen. 4 Stück. Leck mir am Arsch. Dann brauche ich aber definitiv auch noch hier einen Cartro hinterher. Gehupst wie gehegelt, ob er jetzt gewinnt. Ein bisschen Paroli bieten sollte ich ihm schon. Ist jetzt alles blöd, was ich spielen kann.
Dann würde ich jetzt einfach mal passen. Eine Runde darf ich ja noch verlieren. Ja, die hätte ich auch verloren. Jetzt kann ich wenigstens... Oh. Mehr so Heldenkarten hat, bin ich jetzt am Arsch. Verbrennenkarte wird gerade leicht überflüssig. Ja, for fuck's sake. Ich kann nicht mehr gewinnen. So ein Mist aber auch. Wenn ich jetzt nur eine Runde passen könnte. Ah, er hat es geschafft. Ich bin weg. Nicht schlecht, mein lieber Schmied. Noch eine Runde. Ich habe Lust. Man hat einfach so viel Drawer hat, da dagegen zu halten. Das ist schwer. Ja, lassen wir es mal so. Gleich mal mit Meister Rittersporn. Und ziehen zwei Karten. Und darauf habe ich gewartet. Er spielt mir gerade ganz gut in die Hände. Schade, dass ich meine Heldenfähigkeit jetzt nicht usen kann. Und die letzte Karte von ihm. Gut, er passt. Dann soll ich mir hier vielleicht auch nochmal eine Karte zurückholen? In meinem Fall würde das nur Sinn machen, wobei ich kann mit ihr nochmal zwei spielen. Nur Sinn machen mit einem von denen hier. Na, ah. Jetzt hast du sogar noch einen dritten bekommen. Frisst das. Und Sechser, hahaha, das Gewinn war. Jetzt geht's aber mal direkt hier in die Vollen. Wie viele Punkten Überschuss kriegen wir es hin? 32. Na, 24. So. Dann würde ich sagen, machen wir hier Cut. Und im nächsten Part geht's dann mal
Weiter mit der Quest. Da gehen wir hier runter zu Uldarik und informieren uns über die werte Dame. Schade, ich dachte eigentlich, es hätte jetzt mit der Anschlagtafel ein paar mehr Fragezeichen dort oben noch eröffnet. Naja. Sei es drum. Bis zum nächsten Mal. Sayonara.